Herrn, ich meine, wie würdest du, sagen wir mal, die Beatles-Musik wirklich darstellen, die Musik? Du kannst die Menschen darstellen, gefühlsmäßig, so wie eben John aussieht mit seiner Nase und den Nasenflügeln oder Paul mit den Augenbrauen. Es sind so viele Anhaltspunkte, wo du die Personen darstellen kannst und auch, dass es auch dann wirklich dich berührt. Ja? Aber die Musik, wie willst du die denn darstellen? Wer hat denn schon mal was dargestellt, wo du wirklich sagst, ah, das ist die Musik, die sieht so aus. Und ich sage immer, bei mir ist, wenn ich Musik sehe, dann schließe ich die Augen. Sonst kann ich Musik nicht sehen. Okay. Das ist ein völliger Gegensatz. Ne? Man kann Musik nicht sehen. Du kannst ja sagen, okay, wenn jemand ein, sagen wir mal, ein Musikstück schreibt über ein Kornfeld, wie Van Dyke Parks, dieses tolle Stück, und dann spielt er Arpeggio auf dem Klavier und so, dann kannst du natürlich ein Kornfeld zeigen, das ist klar. Oder die Bäume, Blätter flattern oder so, sowas, ja. Aber generell, wirklich das Gefühl von Musik kannst du nicht, schon gar nicht bei den Beatle-Jungs, weil das so verschiedenes Zeug ist, dass du gar nicht sagen kannst, das kannst du darstellen.